Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Cook Art. In diesem Kanal dreht sich alles um die realistische Acrylmalerei. Mein Name ist Thomas und heute in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Acrylfarbe ganz einfach so ein realistisch aussehendes kleines Vögelchen malen kannst. Genauer gesagt ein Rotschwänzchen, wer sich auskennt. Wenn du dich ganz unkompliziert rund um die realistische Acrylmalerei informieren möchtest, dann folge mir doch einfach auf Telegram. Hier findest du immer wieder neue Updates, Tipps, Tricks und alles Mögliche rund um die realistische Acrylmalerei. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie dieses Vögelchen gemalt wird, dann bleib jetzt dran. Vor mir liegt eine kleine Leinwand. Den unteren Bereich klebe ich mit einem Papierklebeband ab. Ich beginne mit dem Hintergrund. Der obere Teil soll aussehen wie unscharf wirkende Blätter eines Waldes. Mit einem Flachpinsel trage ich helle und dunkle Grüntöne so auf, dass am Ende ein fleckiger Hintergrund entsteht. Das Ganze sieht jetzt noch etwas grob aus. Damit die Farbtöne weich ineinander laufen, kommt jetzt eine Sprühflasche mit Wasser zum Einsatz. Damit besprühe ich die noch feuchte Farbe. Dadurch verschwimmen die Konturen der einzelnen Farbflecken und es ergibt einen weichen grünen Hintergrund. Dann lassen wir die Farben trocknen. Ist alles soweit getrocknet, ziehe ich unten das Klebeband wieder ab. Der untere Bereich, auf dem später das Vögelchen sitzt, soll an Holz erinnern. Mit einem Flachpinsel trage ich die grau-braunen Farbtöne in horizontalen Linien und Bereichen auf. Dann werden mit schwarzer Farbe Risse und Vertiefungen in die Holzoberfläche gemalt. Mit einem lasierenden Grau werden noch mehr Details herausgearbeitet und dadurch die Holzoptik verstärkt. Wenn dann soweit alles passt und die Farbe getrocknet ist, kommen wir zum Hauptobjekt, dem Vogel. Als erstes zeichne ich die Konturen des Vogels mit einem schwarzen Farbstift auf. Zuerst der Rumpf, Kopf und dann die Füße. Noch ein paar kleinere Korrekturen, dann sollten die Proportionen soweit passen. Jetzt ist die Skizze fertig und wir können mit dem Malen beginnen. Ich beginne mit einer Art Grundierung des Vogels. Mit einem hellen, warmen und deckenden Grauton bemale ich das komplette Gefieder. Diese graue Grundierung ist sozusagen das Fundament für die darauf folgenden Farbschichten. Durch diese deckende Farbschicht wirkt sich der grüne Hintergrund nicht mehr auf die Farben des Vogels aus. Mit einem deckenden Schwarz werden dann auch Schnabel, Augen und die Füße vorgemalt. Nachdem diese Basis fertig ist, wird das graue Gefieder ins Dunkle abgestuft. Mit einem etwas dunkleren Grau werden jetzt die dunkleren Bereiche des Gefieders herausgearbeitet. Dadurch werden die ersten groben Details des Gefieders sichtbar. Im nächsten Schritt wird das Grau noch weiter abgestuft und mit dieser dunkleren Mischung werden noch mehr Details herausgearbeitet. Wie du erkennen kannst, werden mit jeder Farbabstufung mehr Details in diesem Vogel sichtbar. Letztendlich werden mit schwarzer Farbe die dunkelsten Bereiche des Gefieders gemalt. Mit einer ziegelroten Farbe wird dann der Schwanz dieses Rotschwänzchens vorgemalt. Mit einem Gelb und Orange werden dann noch die Ränder des Schnabels bearbeitet. Und mit einem hellen Grau wird dann auch noch der Schnabel etwas abgestuft. Mit einem dunklen Blau werden dann noch die Spiegelungen des Himmels ins Auge gemalt. Und mit weißer Farbe bekommt der Schnabel seinen Glanz. Mit schwarzer Farbe werden dann noch Details und Konturen in Schnabel und Auge nachgezogen. Anschließend werden mit einem hellen Ockerton die beleuchteten Stellen der Schwanzfedern herausgearbeitet. Auch bei diesen roten Schwanzfedern werden mit jeder Farbabstufung mehr Details sichtbar. Mit einem Braun werden dann die im Schatten liegenden Bereiche gemalt und mit Weiß letztendlich die Glanzlichter gesetzt. Nachdem wir das graue Gefieder bisher in die dunkle Richtung abgestuft haben, geht es jetzt in die helle Richtung. Mit einem hellen Grau werden dann die Federn der Flügel hervorgehoben. Mit diesem hellen Grau werden auch dann die Bereiche des Vogels aufgehellt, die dem Licht zugewandt sind.
Durch feine Striche wird die Struktur des Gefieders angedeutet. Durch diesen Arbeitsschritt erhält das Gefieder ein glänzendes Aussehen und der Vogel wirkt dadurch etwas plastischer. Durch die kurzen Pinselstriche werden die feinen und kurzen Federn am Kopf des Vogels bearbeitet. Da das Gefieder dieses Vogels nicht einfach nur grau ist, werden mit einer graubraunen Mischung noch die braunen Bereiche ins Gefieder gemalt. Mit einem warmen Grauton werden auch die glänzenden Bereiche der Füße gemalt. Dadurch wirken diese wesentlich plastischer. Mit weißer Farbe werden dann die Glanzlichter im Auge und Schnabel gesetzt. Der Vogel wäre jetzt eigentlich fertig. Um aber den Kontrast und die plastische Wirkung zu erhöhen, werden jetzt noch weitere Details herausgearbeitet. Mit einem dunklen Grau werden noch feine Schatten im Gefieder verstärkt. Und anschließend werden mit reiner weißer Farbe die allerhellsten Bereiche, also die Glanzlichter des Gefieders, gemalt. Schritt für Schritt bekommt dieses kleine Gemälde dadurch wesentlich mehr Tiefe. Auch die kleinen Beinchen erhalten durch die weiße Farbe ihr glänzendes Aussehen. Zu guter Letzt wird mit einem hellen Grau noch der Schatten unter den Füßen gemalt und noch die Bauchfedern etwas aufgehellt. Dann ist er fertig, dieser Vogel,